Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Diesmal nehme ich allerdings nur einen kleinen Teil auf und den Rest danach, weil ich jetzt gerade leider nicht so viel Zeit habe. Aber ich habe nochmal nachgeschaut und das nochmal neu herausgefunden, was ich glaube ich schon mal herausgefunden hatte, peinlicherweise. Nämlich, wenn wir hier an diesen, ja ich sag mal neuen Tisch, ne, den Tisch der Zeit gehen und die Sanduhr verbessern. Da habe ich das ja gesehen, dass das 5.000 kostet und ja, es tut mir in der Seele weh, die 5.000 dafür auszugeben. Ich habe ja auch hier unten gesehen, dass es neue Schätze gibt und Trafiki und so weiter. Wenn man jetzt aber nach rechts rüber scrollt, und das habe ich, glaube ich, auch schon mal gemacht, aber es zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden, dann sehen wir, dass wir mit der Verbesserung auch einen Trank machen können, um die großen wirbelnden Sande, also diese etwas breiteren, nehme ich mal an, sind damit gemeint, dass wir die dann auch wegmachen können, wobei ich dafür wahrscheinlich wieder grinden muss, um diese Tränke überhaupt herzustellen. Außerdem können wir die großen Kupferfelsen dann abarbeiten. Die ja, kleine Trümmer steht jetzt hier. Ich weiß jetzt nicht, warum kleine Trümmer, die weiß ich jetzt aktuell nicht, was damit gemeint ist. Und die großen Trümmer. Außerdem können wir kleine Stalagmiten aus Glas einen Trank dafür machen, um das wegzumachen. Große Stalagmiten aus Glas. Das ist dann dieser Spitzhackentrank, der zweite. Und kleine böse Pflanzen, beziehungsweise große böse Pflanzen. Ich hoffe inständig, aber ich denke schon, dass das die gleichen Tränke sind, die wir auch mit Merlin im Endeffekt gemacht haben. Und dass wir die nur einmalig machen müssen, deswegen sind sie wohl auch so teuer. Und dass wir dann damit diese ganzen Sachen mit der Zeit freischalten können. Das heißt, auch wenn es mir gerade ehrlich gesagt in der Seele wirklich wehtut, aber ich werde jetzt die Sanduhr verbessern. Oh, was kommt jetzt? Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Die nächste Stufe kostet 10.000. Es stehen immer noch die Schätze unten drin. Vielleicht habe ich jetzt auch einen Fehler gemacht. Es stehen jetzt zusätzlich Sachen drin, die wir craften können. Witzbold des Monatsrahmen. Zwei zusätzliche Statuen werden angezeigt. Und es werden aber immer noch diese letzten drei Sachen hier angezeigt. Jetzt bin ich ein bisschen extremst verwirrt. Vor allen Dingen, weil das ja die gleichen Sachen teilweise sind wie vorher auch. Also hier, gut, neue Schätze, das wird immer das gleiche Bild sein. Die beiden Sachen, meine ich, sind gleich. Wobei, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Aber hier hinten, die drei, die sind auf jeden Fall gleich, weil die standen eben auch schon mit drin. Und jetzt bin ich doch ein bisschen unsicher. Spezial. Ach, Rafiki als... Ach, das sind die Figuren, glaube ich, die man sich herstellen kann. Oh, wir brauchen einen uralten Kern. Ich nehme mal an, den kann man nur finden, indem man, wie beim letzten Mal auch, dann wieder hier wie blöd rumläuft und die Schätze halt sucht. Dafür brauchen wir wieder einen uralten Kern. Also drei uralte Kerne brauchen wir schon mal. Wobei mir das jetzt noch nicht so wichtig ist. Ich weiß nämlich nicht genau, was das jetzt ist, ehrlich gesagt. Vier uralte Kerne. Fünf uralte Kerne. Also, ja. Ich werde auf jeden Fall ganz, ganz viel grinden müssen. Ich merke das schon. Treppenholz habe ich jetzt schon ein bisschen geholt. Nebel müssen wir auch ganz, ganz viel dann dafür wieder sammeln. Das wird ganz teuer. Das sind schon 6.000, 9.000, 12.000. Oh, das ist Wahnsinn. 15.000 insgesamt müssen wir machen, um all diese Verbesserungen zu machen. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich meine, die beiden interessieren mich jetzt erstmal nicht so sehr. Das sind nur die Figuren, denke ich mir mal. Oh, dafür brauchen wir auch hölzerne Spielsteine. Mm, und Papierlaternen. Gut zu wissen. Und Dingelhopper brauchen wir dafür auch. Das heißt, auf gar keinen Fall diese Sachen an irgendjemanden verschenken. Wir brauchen die Sachen auf jeden Fall zum Herstellen. Das heißt, ich muss die definitiv in eine Kiste reintun.
Ja, und ich muss ganz, ganz viel noch, naja gut, noch 7 von diesen Gläsern einsammeln. Das wird wohl nicht ganz so lange dauern, hoffe ich. Aber der Nebel, der wird noch eine ganze Weile dauern. Und die uralten Kerne sowieso. Ja, verbessere die Sanduhr. Machen wir. Und was war da jetzt gerade? Dorfprojekt? Zeitlose Werkzeuge. Oh. Kannst du sie vielleicht nutzen, um deine Werkzeuge noch weiter zu verbessern? Ach, dann gibt es da die passende Quest für. Okay. Dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir die noch einmal dazwischen schieben, weil die Werkzeuge sind mir etwas wichtiger, als das hier freizuschalten. Dass wir dann in dieser Folge auf jeden Fall die Sache mit der Sanduhr machen und gleich nochmal mit Merlin sprechen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt leider nicht mehr die Zeit, jetzt noch aufzunehmen. Ich wollte das nur noch kurz dazwischen geschoben haben. Aber für euch geht es direkt weiter. Ja, und da bin ich wieder. Jetzt müssen wir allerdings noch Merlin suchen. Oh Gott, die haben jetzt hier alle schon Brettspiel-Symbole drauf. Wo ist Merlin hin? Ach, da oben. Ja, ich weiß. Ach so, ich sollte aber mal eben, damit ich das jetzt nicht vergesse, beziehungsweise damit wir die halt ein Ich muss bisschen mit dir sprechen. zusammensammeln können, noch mal kurz die Bäumchen hier holen, weil es ist ja jetzt für mich wieder ein komplett neuer Tag. Und für Disney ist es auch ein neuer Tag, beziehungsweise in Disney ist es ein neuer Tag. So, für euch natürlich nicht, für euch ist es jetzt einfach weitergegangen. Ah, ich hasse es, wenn man das umstellen muss. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Hä? Ist der jetzt. Ah, nee, der ist immer noch da oben. Okay, er ist in den funkelnden Dünen. Die Sache beenden wir jetzt noch. Ah. Ah, das ist unfair. Das ist unfair. Das kann man doch nicht machen, wenn ich hier gerade auf dem Weg bin. Kann man doch nicht machen. Weil ich brauche die Dinger ja unbedingt, die hier drin sind. Wieder ein Buch. Das ist gut. Mehr werde ich wohl nicht schaffen. Nee, okay. Okay, gut. Merlin, wir brauchen dich. Hier bin ich. Wir müssen reden. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Nee, etwas klopft an die Tür. Das war das andere, genau. Ich muss hier erstmal überhaupt überlegen. Zeit für eine weitere philosophische Frage. Okay, ich muss, glaube ich, sowieso noch mit denen sprechen. Wolltest du schon einmal ein Eichhörnchen sein? Das hatten wir schon mal. Klingt nach Spaß und klingt gefährlich. Ich sag mal, klingt nach Spaß. Nun, ich denke, das Herumhüpfen kann am Anfang ein bisschen Spaß machen. Aber das Leben eines Eichhörnchens ist risikoreich. Es ist sogar geradezu gefährlich. Beinahe alle sind größer als die kleine Kreatur und ein Großteil davon will sie fressen. Was glaubst du, können wir von einem Eichhörnchen lernen? Wie man überlebt? Walnüsse sind lecker, weiß ich nicht. Essen die auch Walnüsse? Ja, doch. Ja, klar, die Walnüsse sammeln die. Mitgefühl für die Schwachen. Eigentlich, ja, eigentlich beides, ne? Irgendwie. Ich denke mal, naja, wie man überlebt. Aber netter hört sich irgendwie an, Mitgefühl für die Schwachen. Ja. Das ist eine wertvolle Lektion, die wir lernen sollen. Welch ein vielversprechender Gedanke. Ich lüpfe. So, ich wusste doch, da war noch was. Oh, Haha. hallo. Vergiss nicht, dass der Brunnen eine Quelle großer Macht ist. Nutze die Magie, die er dir verleiht, weise. So, das Dorfprojekt. Deine Sanduhr wird von Tag zu Tag mächtiger, Gameplayerin. Hoffentlich kann ich jetzt noch mehr Dorfbewohnern helfen. Ich hoffe, dass die Macht nicht außer Kontrolle gerät. Ich bin ziemlich toll. Ja, ne, ich bin ziemlich toll. Hoffentlich kann ich jetzt noch mehr Dorfbewohnern helfen. Ah, du denkst an deine Untertanen vor dir selbst, ein sicheres Zeichen für eine weise Herrscherin. Und genau darüber wollte ich mit dir reden. Ich weiß, wie du den Leuten auf der Insel mit der Sanduhr helfen kannst. Ich glaube, sie hat jetzt genug Magie, um noch mehr Trümmer vor der Insel der Ewigkeit zu beseitigen. Du musst den Tisch der Zeit noch einmal untersuchen, um herauszufinden, welche Art von Tränken du herstellen kannst.
Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Ja, ich weiß. Und ich weiß auch, dass ich das machen muss. Wobei hier hinten, da hatte ich nämlich jetzt noch gesehen, dass hier noch zwei von den Dinger standen. Die würde ich gerne mitnehmen, weil die sehr, sehr selten nämlich respawnen, habe ich festgestellt. Und ich bestimmt noch mal in Zukunft öfter diese Bären, wollte ich gerade sagen, diese bunten Kugeln da, diese Steine brauchen werde. So, wir müssen alles, was wir schon herausgefunden haben, herstellen. Das heißt, zumindest einen Teil, also einen Teil kann ich jetzt herstellen. Den Rest leider nicht. Du, habe ich da gerade Dings bekommen hier, was ich brauche? Was hängst du denn hier im Weg rum? So, da ist jetzt natürlich die... Ah nee, nicht die Sanduhr verbessern. Da ist natürlich jetzt die große Frage. Die kann ich eh nicht machen. Weil ich keine... Ach so, dafür brauche ich die. Ah, gut, dass ich die weitersammle. Große wirbelnde Sande, die würde ich gerne wegmachen, weil dadurch kriege ich nämlich wieder mehr von den Punkten. Das heißt, damit fangen wir an. Was ihr, glaube ich, jetzt noch nicht gesehen hattet, ich glaube, das habe ich nicht bei diesem kurzen Einspieler da gezeigt. Ich hatte 3 uralte Kerne schon gefunden. Das heißt, ich kann 3000, oh, ich kann sogar 2 machen, 3000 hierfür ausgeben. Und theoretischerweise 3000 hierfür. Wobei ich jetzt nicht weiß, was wir mit der Gießkanne machen können. Das ist halt das Blöde. Ich meine, mit den, also wir machen erstmal die Sanduhr. Die muss ich auf jeden Fall herstellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Frage ist, ich habe mehrere Sachen gesehen. Oh, da reicht das Tropenholz gerade erst aus. Ich habe mehrere Sachen gesehen mit Pflanzen. Und die haben auch sehr viel blockiert, muss ich dazu sagen. Ich tendiere dazu, die Gießkanne erst zu machen. Einfach in der Hoffnung, dass ich dann tatsächlich diese Pflanzen auch beseitigen kann. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das für Mickey ist. Weil diese eine Aufgabe für Mickey, denke ich mir mal, hat irgendwas damit zu tun, weiß ich nicht, dass ich irgendwelche schönen Pflanzen sammeln soll, damit er für Mini was machen kann oder so, keine Ahnung. Die Kupferfelsen, denke ich, dass damit nur diese großen Felsen gemeint sind. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Ich meine, die großen Felsen haben auch irgendwo mal was blockiert. Ach ja, doch, dieses eine zum Einsammeln haben die mal blockiert. Ja, es ist halt wieder ziemlich viel Grinderei, ne, bis ich wieder auf 3000 bin. Das ist halt das Problem. Aber ich hoffe, dass wir die vielleicht erstmal ein bisschen vernachlässigen können, weil ich möchte gerne das hier erstmal ausprobieren. Und für die brauche ich das Kupfer. Ja gut, Kupfer brauche ich sowieso nicht, um was Neues herzustellen, was ich nicht verstehe. Das können wir ja später auch noch machen. Oder ist das die erste Stufe? Große Stalagmiten aus Glas. Das sind doch die ich schon gemacht habe eigentlich, oder? Sind die alten noch mit hier drin? Was unlogisch wäre. Also das hier verwirrt mich ein bisschen. Aber große Stalagmiten, sonst wüsste ich nicht, was man da noch mit wegmachen kann. Ich stelle jetzt auf jeden Fall erstmal die Pflanzen her. So, dann haben wir jetzt noch 3 Stück hier drin. 2 davon sind, ist ein Spitzhackentrank. Moment, dafür muss ich noch sammeln. Die Perle. Die Perlen weiß ich gar nicht. Habe ich die beim Angeln bekommen? Oh Gott, da müsste ich nochmal gucken. Und Kupfer habe ich. Also dafür brauche ich dann tatsächlich nur noch. Gut, die werde ich jetzt noch kriegen, wenn ich noch ein bisschen sammle. Das ist nicht das Problem. Aber die Perlen, da müsste ich mal gezielt drauf sammeln. Oh, Moment. Ich habe gerade noch was gesehen. Ach, das. Stelle etwas her. Was können wir denn noch machen? Was ist das denn? Rouge. Das sieht ja mal richtig bescheuert aus. Ja, ich glaube, dann sammle ich lieber für dieses hässliche Oberteil. Das ist besser als dieses komische, ich weiß es nicht. Obwohl, ich muss sowieso beide machen, damit ich dann das nächste freischalten kann. Ne? Das finde ich auch so lächerlich. Warum muss man sich Sachen hier holen, die man gar nicht haben will, um das nächste freizuschalten? Gut, sammeln wir das jetzt mal. Müssen wir ja nicht dran machen. Eine Sache wollte ich jetzt hier aber noch gucken. Uralte Maschine. Uralte Maschinen können in deinem Dorf platziert werden, um dir bei unterschiedlichen Aufgaben zu helfen. Aha. Sie nutzen Nebel, um zu funktionieren. Okay, das ist negativ. Verbessere deine Sanduhr, um effizienter Maschinen herzustellen.
Aber angucken würde ich es gerne mal, aber da steht nichts drin. Einfacher uralter Kocher? Da brauche ich aber zwei Kerne für. Also da kann ich mich jetzt noch nicht dran setzen. Einfacher uralter Gärtner? Hä? Helfen die mir dann im Garten oder wie? Einfacher uralter Sauger. Staubsaugt der mein Wohnzimmer da? Keine Ahnung, was meinen die mit Sauger? Ich weiß es nicht. Also Sauger kenne ich nur von einem anderen Spiel hier, von Lightyear Frontier. Was wir ja auch im Moment noch Let's Playen. Ja. Ja. In der Liste stehen beide drin. Ich muss beide machen. Aber Stalagmiten? Okay. Keine Ahnung. Wir gehen erstmal zum Zielort hin, damit ich das mal ausprobieren kann. Also. Hier im Grasland, da waren welche. Zum einen sind da die großen Wirbel. Ich hoffe, dass. Ja, die sind damit gemeint. Sehr schön. Muss ich ja alles für euch testen, ob das wirklich das ist, was ich mir auch wirklich darunter vorstelle. Das ist sehr, sehr geil, weil dann kriege ich natürlich auch wieder insgesamt mehr von den von dem Nebel hier drin. Jetzt ist die große Frage. Ja. Sehr geil. Wir können die Blumen wegmachen. In dem Fall kam jetzt Tropenholz raus. Oh, die gehören auch dazu. Sehr cool. Oh, da kriegen wir jede Menge Tropenholz mit. Das ist auch nicht schlecht. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir jetzt gewünscht hätte, aber das ist auch nicht schlecht. Tatsächlich. Cool, also so kommt man schnell da dran. Gut, wenn wir jetzt natürlich Tropenholz für was anderes wieder brauchen, ist das eine sehr effiziente Möglichkeit. Hallöchen, habe ich noch was von dem. Ich glaube, die Sachen habe ich jetzt nicht. Nee, Zimt essen die, ne? Zimt habe ich jetzt gar nicht dabei. Kann ich das hier irgendwo sammeln? Hier unten nicht, glaube ich. Sonst hätte ich den mal eben gefüttert. So, ich sehe hier nichts, aber da sind wir reingekommen. So, hier sind. Ja, du sollst es wegmachen, nicht einfach davor. So. Achso, ich dachte, das wäre ein bisschen Zimt. Schade. Hier ist auch nochmal Tropenholz. Sehr, sehr cool. Und da ist nochmal was zum Einsammeln, sehe ich gerade. Eine Erinnerung. Die können wir natürlich mal kurz gemeinsam machen. Wenn Mutter mich jetzt sehen würde, was würde sie sehen? Würde sie mich verstehen? Würde sie endlich an meiner Seite gehen? Okay, die Pflanzen nehme ich mal mit. Und das Tropenholz jetzt sowieso. Ich habe jetzt aber auch das Gefühl, seitdem wir das jetzt freigeschaltet haben, haben wir hier auch mehr Tropenholz rumliegen. Kann das sein? Oder ist das jetzt zufällig, dass mir das so aufgefallen ist? Die hätte ich jetzt natürlich auch gerne weggemacht, hier die Dinger mit der Kupferhacke oder wie das hieß. Aber ja, ich muss mich Hey, halt für was ich habe einen entscheiden. Job für dich. Die beste Entscheidung, die ich machen konnte, was ich euch ja auch schon erklärt habe eben, ist auf jeden Fall die Sache mit der Sanduhr aufzuwerten. Also beziehungsweise die Sandwirbel. Damit ich hier nämlich dann gleichzeitig auch mehr Sand erhalten kann, den ich dann ja wieder brauche, um die nächste Erweiterung zu machen, ne? Also darum geht es mir jetzt in erster Linie. Weil, sind wir mal ehrlich, so schnell, so viel kriege ich jetzt leider nicht zusammen, als dass ich da jetzt alle Gebiete freilegen kann. Aber wenn ich dann schon mal meine Geräte zumindest verbessern kann, hilft mir das ja in der Regel auch schon mal weiter. Und wenn ich dann Quests machen muss, helfen mir die Geräte natürlich auch um einiges weiter, sodass ich schneller an die Sachen rankomme. Hier habe ich noch ein bisschen Zimt, aber jetzt ist der eine natürlich nicht mehr hier. So. Aber. Ach nee, das waren ja die zwei Verbesserungen, die ich gemacht habe. Ja, dann habe ich die mir ja schon angeguckt, genau. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich wieder genug Sand bekomme. 3000, das wird jetzt noch eine ganze Weile dauern. Das ist das Problem. Hier oben haben wir jetzt auch nichts mehr. Oh, Hallöchen. Komm mal her. Kriegst ein bisschen Zimt von mir. Das, was du magst, habe ich leider nicht. Aber Zimt ist auch okay, ne? Findest du auch lecker, ja.
Wie der sich freut, total süß. Oh, ich habe den schon bekommen. Oh, habe ich die dreimal gefüttert? Ehrlich jetzt? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Also ihn jetzt zumindest nicht. Einmal habe ich ein buntes, glaube ich, gefüttert. Das ist ja cool. Haben wir den als Begleiter? Das ist ja cool. Mit den Schlangen, das wird noch eine Sache werden, weil die essen halt gerne Eier. Und Eier habe ich. Ach, ich kann ja auch die normalen Eier nehmen. Irgendwie habe ich jetzt im Kopf gehabt, dass es Ostereier sein müssen. Fragt mich bitte nicht, warum. Ja, ich kaufe einfach ein paar von den normalen Eiern. Also werde ich dann offline machen und dann kann ich die mal füttern. Den hier habe ich, glaube ich, mal gesehen. Oder war es der schwarze? Also die beiden, meine ich, habe ich noch nicht gesehen. Entweder den oder den. Den finde ich auf der Promenade, den im Hain. Der Hain ist frei. Ja, da müsste das der hier gewesen sein. Den Affen habe ich noch nicht, aber ich glaube, den Aussichtspunkt hatte ich auch noch nicht frei. Ich hatte zwei von den Affen, hatte ich auf jeden Fall auch. Gut, jetzt muss ich nur mal eben überlegen, die Perle, genau. Die findet man an den Docks im Innenhof, am Aussichtspunkt und in den Ruinen. Oh mein Gott, wo habe ich die denn drin? Also entweder habe ich die mit was anderem ausgegraben, weil ich müsste jetzt versuchen, gezielt danach zu suchen. Plastikschrott weiß ich auch nicht so genau, wo ich den jetzt her habe. Entweder habe ich die mit irgendwas ausgegraben, das könnte auch sein, oder ich habe die geangelt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, aber das mit dem, die haben eine Perle und das kann man verkaufen, das war jetzt wieder ein anderes Spiel, oder? Ich bin hier schon total durcheinander. Oh, 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 nein. Kein Selfie, wir wollen die Dinger wegmachen. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt so schnell hinkriegen. Und schon gar nicht in dieser Folge. Ich will euch auch nicht damit nerven, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit rumlaufe und dann hier noch am Farmen bin. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, dass ich hier einen kleinen Cut mache erstmal. Zwangsläufig natürlich gucke, dass ich hier genug noch einsammle, bis ich zumindest noch eine Sache wieder herstellen kann. Das schauen wir uns noch eben zusammen an. Erschienen, entfliehen, Graphien, Hierarchien, Sympathien, Termin, Delfin, geliehen, anziehen, verziehen. Warum ist das so schwer, Reimwörter auf seinen Namen zu finden? Das ist ziemlich dumm. Wie hieß denn der nochmal? Ich bin mir nicht sicher. Aber das hatte doch nichts... Also, das reimte sich doch nicht auf Delfin oder so, oder? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so... Ich bin mir echt nicht mehr... Ich muss mir echt nochmal Rapunzel total verföhnt angucken. Also, ich habe ja Original und so habe ich ja alles hier. Ich muss mir das echt nochmal reinziehen, damit ich hier auch wirklich wieder mitreden kann. Ja, eigentlich sollte jetzt gegossen werden, aber egal. Also, wie gesagt, ich werde mich jetzt hier nochmal ein bisschen umschauen und hoffen, dass ich ganz viel noch zusammensammeln kann. Und wenn ich wieder 3000 zusammengesammelt habe, dann schalte ich euch direkt wieder hinzu, damit wir zumindest dann die nächste Verbesserung noch machen können. Bis gleich dann. Ja, und da sind wir wieder. Und ich sehe gerade, wir können schon wieder Erdbeeren ernten. Das ist doch schlimm. Jedes Mal, wenn ich wieder zurückkomme, kann ich wieder neue Erdbeeren ernten. Ja, wie ihr seht, ich habe einiges getan. Mein Inventar ist mittlerweile auch schon wieder voll. Aber, wie ihr auch sehen könnt, ich habe endlich genug von dem Sand. Ich hoffe jetzt nur, dass ich auch genug habe, um alles herstellen zu können. Spezial. Moment. Achso, eine Sache kann ich noch nicht herstellen. Nein, ich habe die Perlen noch nicht. Ich könnte so... Na, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, dann mache ich aber jetzt erstmal mit euch die zwei Sachen. Ich habe vergessen, dass wir Perlen brauchen. Ich habe extra wegen den uralten Kernen geguckt, habe extra wegen dem Nebel geguckt, habe gedacht, jetzt muss ich doch endlich mal alles machen können. Aber die Perlen fehlen uns leider immer noch. Okay, Kupfer, wie ihr seht, habe ich mittlerweile auch schon genug gesammelt. Das stellen wir mal eben schnell her. Also nicht den Kupfer, sondern große Kupferfelsen können wir jetzt damit kaputt machen. Und große Stalagmiten. Ich nehme an, dass damit diese großen
ja, pilzartigen Dinger gemeint sind, die hier überall so rumstehen. Wie ihr gesehen habt, wenn ihr jetzt drauf geachtet habt, habe ich auch genug von den Kugeln geerntet. Aber mit der Perle muss ich echt mal gucken, wo ich die nochmal herbekomme. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen und jetzt gucke ich schon wieder in eurem Beisein danach. Steht leider nicht drin, wie ich es bekommen habe. Obwohl, ja gut, Innenhof, okay, hier könnte man angeln, an den Docks könnte man auch angeln. In den Ruinen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man angeln könnte. Also entweder war es durchs Angeln oder durchs Ausbuddeln. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie ich die bekommen habe. Aber ich werde mal eben kurz mit euch schauen. Oh, Hallöchen. Drei. Wow. Moment. Wir werden mal eben kurz den Affen jagen. Muss man so 3-4 Mal hinterher jagen, bis der dann irgendwann mal stehen bleibt. So, das wäre jetzt das dritte Mal. Eigentlich müsste er jetzt stehen bleiben. Sehr schön. Und ich brauche irgendwas, was mindestens 3 Sterne hat. So. Da freut er sich drüber. Ich habe keine Ahnung, was ich ihm dafür eine Fraß gerade gegeben habe. Aber Hauptsache, er freut sich jetzt darüber. So, Perlen haben wir davon allerdings nicht bekommen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber, ne? Wenn dann schon mal ein Äffchen über den Weg läuft, dann soll man es doch auch füttern. Diese komischen Kanakaras, ich weiß nicht mehr, wie die Viecher heißen, die habe ich mich auch schon gefüttert. So, was wir jetzt theoretisch machen können, ist die großen Steine wegmachen. Ja, es ist wunderbar, es ist wunderbar. Ich meine, gut, das stand jetzt natürlich drin, dass man das machen kann. Die hier, denke ich mir mal, kann man wohl nur durch eine Quest machen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Und die hier, da bin ich mir auch nicht sicher, wie man die eigentlich wegmachen kann. Da habe ich noch nichts herausgefunden. Hallihallo. Nein, jetzt nerv mich mal eben nicht. Ich brauche irgendwo, brauche ich jetzt noch was, dass man, das war ja glaube ich auch mit der Spitzhacke, ne? Genau, Spitzhacke, hier die großen. Die möchte ich jetzt mal eben testen, ob ich die jetzt auch wegmachen kann. Die kann ich nicht wegmachen. Doch, Moment, halt, da. Ja, perfekt. Ich denke mal, dass man da wohl auch immer so, ja, 2 bis 3 wahrscheinlich dann rausbekommt. Ich muss nochmal gucken. Da oben, das ist jetzt ein kleinerer, ne? Ne, das ist ein größerer. Da können wir nochmal gucken, ob da jetzt auch 2 rauskommen. Ja, da kommen jetzt auch 2 raus. Ich denke mal, 2 ist hier standardmäßig. Bei den kleinen ist ja 1 standardmäßig gewesen. Und dass man dann vielleicht mit viel Glück auch mal 3 raus... Ah ja, perfekt. Endlich, da kann man es dann mal sehen. Also mit viel Glück kriegt man dann auch mal 3 raus. Wunderbar, den machen wir auch nochmal eben hier. Doch, du hast es doch gerade markiert. Wieso nimmst du es dann nicht einfach so? Es ist auch manchmal ein bisschen blöd gemacht. Oh, wir haben sogar 4. Wow. Okay, das war jetzt viel. Ja, nur die Sache mit dem Schaufeltrank. Da muss ich mich jetzt noch drum kümmern. Ich schaue mal vielleicht, dass ich im Internet auch mal gucke, wo ich die Perlen her hatte. Dass ich mir die Videos nochmal angucke, was ich gemacht habe. Vielleicht habe ich es auch außerhalb vom Video bekommen. Ich weiß es nicht genau. Und dann sehen wir uns jetzt direkt wieder. Ja, und da bin ich wieder. Und wie ihr seht, ich war sehr fleißig. Und zwar habe ich jetzt hier überall Löcher gebuddelt. Ich habe nämlich mal im Internet geguckt. Auf meinen Aufnahmen habe ich es jetzt leider nicht gefunden auf die Schnelle. Aber im Internet stand, dass man halt einfach nur buddeln musste. Und da wir ja schon wussten, in welchen Gegenden man die Sachen bekommt, bin ich dann direkt mal eine Runde buddeln gegangen. So, jetzt gehe ich mit euch zusammen mal eben schnell noch das letzte machen, nämlich die großen Trümmer-Schaufeltrank. Tada! Und endlich, endlich haben wir die Quest durch. Die Frage ist jetzt, wo ist Merlin jetzt gerade, damit wir das Ganze auch wirklich abschließen können. Merlin, es tut mir leid, aber ich muss mal eben kurz hier abernten. So, Merlin, Merlin, wo ist er? Er rennt wieder irgendwo rum, wo wir nicht mehr ansatzweise sind. Okay, dann potten wir da mal kurz hin. Das war hier oben in der Steppe. Merlin, ich würde gerne mal kurz die Quest beenden. Es hat mich nur ungefähr 3 oder 4 Tage meines Lebens gekostet.
Manny. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Hehe. Die Dinge, nun, sie scheinen immer ein bisschen magischer zu sein, wenn du in der Nähe bist, Gameplayerin. Einmal die Quest, bitte. Ah, deine herrschaftlichen Geräte strahlen noch mehr von der Magie des Tisches der Zeit aus. Ausgezeichnete Arbeit. Geh voran, Gameplayerin, und benutze deine herrschaftlichen Geräte weise. Ich bin sicher, dass die Insel der Ewigkeit schon bald viel ordentlicher sein wird. Benutze weiterhin den Nebel, um deine Sanduhr noch mächtiger zu machen. Du wirst sicher weitere Möglichkeiten entdecken, wie du das Leben auf der Insel der Ewigkeit und im Dreamlight Valley verbessern kannst. Ja, sehr gut. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben endlich die Aufgabe gemacht. Jetzt haben wir schon wieder eine neue Aufgabe von Merlin, oder was? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ach so, das war diese etwas klopft an der Tür. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall nicht. Aber die, die sich jetzt gerade schon... Ein Garten in der Wüste? Hat ein paar Tipps für dich, was die... Ach so, genau, das war das. Würde ich auch gerne machen, weil da bekommen wir auch nochmal Dreamlight für. Aber hier können wir erstmal das Schild mit wegmachen. Deswegen würde ich sagen, die Sache mit dem Schild, die Quest, die machen wir dann in der nächsten Folge. Und entweder, wenn wir da noch ein bisschen Zeit für haben oder halt dann die Folge danach, machen wir dann die Freundschaftsaufgabe mit Dagobert Duck. Weil das würde mich wirklich interessieren, was das genau ist, beziehungsweise wir kriegen da halt eben auch Dreamlight mit und, also nicht Dreamlight, Sand mit. Und das brauchen wir jetzt natürlich auch wieder dringend, weil wir haben jetzt, obwohl doch, ach stimmt, ich habe jetzt 2000 von ihm nochmal erhalten. Genau, das ist natürlich geil, dass wir insgesamt, was haben wir, 16.000 oder so aufgewendet für alle Geräte. Das war ja schon richtig heftig. Aber immerhin 2000 haben wir wieder zurückerhalten. Das heißt, wir müssen nicht mehr ganz so viel grinden, damit wir ja, das nächste Gebiet dann erstmal freimachen dürfen. Ja, Dagobert, ich weiß, die stehen ja schon wieder Schlange bei mir. Deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Danke, Rapunzel, dass du mich hier gerade mit deinem komischen Staffelei hier bedecken willst. Und ich sag dir mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.